Powered by Visionär Studio 4. Dedelic. Und damit herzlich willkommen zu Deponia Doomsday, der letzte Teil der Deponia Saga. Ihr wisst gar nicht, wie gehypt ich auf dieses Spiel bin. Und bei mir gibt es dieses Spiel sofort auch schon auf frisch aufgenommen. Ich habe das Spiel vor 10 Minuten geholt. Ja, 10 Minuten geholt. Und ich mache das jetzt so. Ich spiele das jetzt mal so weit. Ich habe hier die CD-Version, die habe ich mir installiert. Habe aber noch den Steam-Key. Den werde ich dann aktivieren und dann werde ich den Spielstand soweit machen. Weil ich wollte so schnell wie möglich aufnehmen. Die Folge gibt es heute um 18 Uhr, wenn ich mich nicht gerade täusche. Und natürlich spielen wir auch noch Goodbye Deponia, aber ich will dieses Spiel jetzt erstmal sofort anfangen. Deswegen Neustart. Möchtest du ein neues Spiel starten? Ja! Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es höchstens herausgefordert. Wie man eine Welle beim Surfen herausfordert. Oder ein Hai, wenn man vor ihm wegschwimmt. Guter Versuch. Wir bauten Speere gegen die Tiere. Mauern gegen die Speere. Leitern gegen Mauern. Türme gegen Leitern. Dann Boote, Wälle, Schlote, Rasierschaumtorten-Katapulte. Und als der ganze Schutt schließlich selbst die höchsten Türme zu überragen drohte, bauten wir ein Raumschiff. Angetrieben von nichts Geringerem als der Sprengung unseres Heimatplaneten. Die Vorbereitungen dauerten Jahrzehnte. Aus der Arche wurde ein Zuhause. Mein Zuhause. Elysium. Niemand von uns ahnte, dass Abertausende Ahnungsloser im Schrott überlebt hatten. Das Symbol der Hoffnung wurde zum Damoklesschwert für Deponia. Zum Glück kam es anders. Einer jener Ahnungslosen durchkreuzte den Plan. Er rettete Deponia und alle, die darauf zurückgelassen wurden. Und er rettete mich. Indem er sich fallen ließ. Ende. Ach, der Schluss gefällt euch nicht? Ihr hofft noch auf ein Happy End. Aber, ihr wisst doch. Enden und Haie. Man sollte sie nicht herausfordern. Wobei ich mich seit damals schon des Öfteren frage, würde ich etwas ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Was wäre das bessere Ende? Oder will ich einfach nur, dass es niemals endet? Ich habe halt ein bisschen Gänsehaut, bin ich ehrlich. Dieser Ort war die Hölle, aber welcher war es nicht in diesen Tagen? Ich hatte den alten Jeremiah zurücklassen müssen. Selbst schuld. So schnell er beim Reifenwechseln war, so lange hatte er gebraucht, mir einen Slushy zu besorgen. Wenigstens hatten wir so die gefräßigen Fuel-Locks abhängen können. Ich musste mich beeilen. Möchtest du das Tutorial spielen? Na, komm, ich spiele es einfach mal. Okay, ja. Achso, okay, ich dachte, das wäre jetzt wieder so total mit der Schottplatte. Ne, dann nicht. Die Edward Snowman war keine Schönheit, aber sie war alles, was ich noch hatte. Okay, Moment, dann mache ich jetzt aber ganz schnell mal hier Einstellungen, weil Untertitel an. Und wenn ich schon gerade dabei bin, mache ich die Geräusche ein bisschen leiser. So. Was sollen wir denn jetzt? Also, wir sollen hier weitergehen. Ich habe auch keine Ahnung, wie das gerade ist. Ich habe mich überhaupt nicht informiert über das Spiel. Wow.
Spraydose. Nichts. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. Ein Riegel und ein paar Fitti. Ein Feuerzeug. Hm? Ich überlegte kurz, die Tür einfach niederzubrennen. Aber manchmal überlegte ich auch, meine Füße in Folsäure aufzulösen. Anämisches Delirium, hatte Jeremiah das immer genannt. Okay, dann kommen wir nicht weiter. Hier fehlte definitiv etwas Farbe. Nein, Moment. Eine Perspektive. Das war's. Wie kam ich auf Farbe? Langsam verlor ich offenbar den Verstand. Ja, das hast du. Keine Hoffnung. Dem war nichts hinzuzufügen. Okay. Moment, müssen wir einfach hier... da was machen? Ich habe echt keine Ahnung gerade. Ich bin gerade ein bisschen... Hier etwas Snowman? Nö, hier müssen wir nichts machen. Müssen wir die Spraydose bei dem Riegel machen? Vielleicht irgendwie dann so eine Gasexplosion oder sowas? Hier fehlte die... Nein, eine Perspektive kam langsam verloren. Ah. Fetzig. Improvisierter Flammenwerfer. Und jetzt hier der Vertriegel, ne? So sehr mir mein selbstgebauter Flammenwerfer auch gefiel, gegen den Riegel konnte er nichts ausrichten. Okay. Gegen den Türknopf? Das war schon kaputt, wie so vieles heutzutage. Gegen Graffiti. Die Tage des blinden Vandalismus waren vorüber. Mein neuer Plan war um einiges destruktiver. Okay. Was willst du hier machen? Ich wollte eigentlich Flammen auf den Kühler malen. Noch etwas, zu dem ich wohl nicht mehr kommen würde. Okay, ich hänge hier gerade krass fest. Der Organon hatte die Tür zum Sprengturm versiegelt. Frei nach dem Motto, wenn hier jemand den Planeten sprengt, dann wir. Lachhaft. Was ich noch nicht getestet habe, einfach auf die Leiter raufzugehen. Vielleicht kommen wir ja in den Wagen rein. Schneidbrenner war vereist. Was für eine Scheißironie. Ja, man sollte auch jetzt mal alles testen. Dann gib uns mal den Schneidbrenner hier. Gut. Ich wusste, ich habe irgendwas übersehen. Musste ja auch irgendwie, ich kann ja nicht weiter. So gut, dann ist mit dem Steinbrenner das Riegel aufschneiden oder was? So, dann machen wir weiter, Junge. Ich habe echt keine Ahnung, wer das ist. Der Riegel sah nicht so aus, als würde er sich zersägen lassen. Aber ich war so weit gekommen, ich würde es nun auch zu Ende bringen. Ganz zu Ende. Das Siegel zu durchtrennen hatte sich als leichter herausgestellt als gedacht. Fast wünschte ich mir, es hätte länger gedauert. Aber nun war der Weg frei. Was war das hinter dir? Na dann. Viecher. Lass los! Lass los! Lass los!
Jetzt mach schon zu. Okay. Wow, was war das? Die Aussicht verschlug mir den eisigen Atem. Von hier oben aus konnte man alles sehen. Die Zerstörung, die Hoffnungslosigkeit und den Knopf, der simultan alle Bombenklammern in unzähligen Sprengtürmen rund um Deponia lösen würde. Nein. Als ich die Bombe sah, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Wahrscheinlich nur Schnee in der Kapuze. Nein, da hast du die so. Da lag es nun, kaputt im Schnee, ausgebrannt, am Boden zerschellt. Elysium, nein. Symbol der Hoffnung. Was für ein Kitsch. Der will, das alles ist wirklich die Bombe. Tja, das war's dann wohl. Das Ende meiner... Das... Nein! Frosch im Hals. Das Ende meiner Reise. Nee. So ein Schmeißdreck. Jetzt ist sogar schon das Armageddon eingerostet. Na, warte. Wie ich euch erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Deponia Doomsday. Du blickvernebeltes Miststück, kommst zurück, als wäre das Ding noch nicht mit Karacho gegen die Wand gekachelt. Sprich, missglückt, ich muss hier wohl mal eine Gedächtnislücke schließen. Leben im Dreck hat dir nicht geschmeckt, hast du nicht gecheckt, dass im Endeffekt alle Flüsse abwärts fließen, wie doppelt und dreifach bewiesen. Es ist doch längst evident, es gibt dir kein Happy End. Leb damit, Mana, kannst du noch so viel flennen. Es ist vorbei und ich sehe keinen Sinn darin, Gedanken nachzuhängen. Wie geht da noch was und was wäre wohl, wenn? Es aber wäre wohl, wenn... Boah. Alter, wie sehr ich mich gerade freue über dieses Spiel. Boah. Also ich krieg grad echt so diese Gänsehaut. Boah. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt. Und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Oh mein Gott. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Was? Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Was? Okay. Ähm,
sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Okay. Eine Glaspyramide, das kann ja lustig werden. An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst. Vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Okay, dann holen wir die Knickerfolie. Aber was? Boah, kommt mir denn nur so vor, dass die Musik hier extrem laut. Bilden wir jetzt gerade so vor, das Ganze mit dem Organon auf... Ich blick grad gar nicht durch. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Close enough. Hey, stopp! Sie können hier nicht parken, Sie! Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Hey, hallo! Sie können hier nicht parken! Was? Seil? Nein, ich habe die Lasso-Nummer lange genug geübt. Wenn ich das nächste Mal werfe, dann um etwas zu fangen. Okay. Dann schauen wir mal, wie der geparkt hat. Hey, du da! Ist das deine Schrottlaube? Ja, aber bitte halte dich fern davon. Und von mir auch. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Ja, da sind wir uns ausnahmsweise einig. Aber da du nun mal hier bist... Wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Mein Name tut nichts zur Sache. Ignoriere mich einfach. Würde ich ja gerne. Im Grunde darf ich nicht einmal mit dir reden. Zumindest solange noch unklar ist, ob wir ins selbe Universum gehören. Was? Viel spricht nicht dafür. Jeder noch so kleine Kontakt muss unbedingt vermieden werden. Verstehst du? Kein Kontakt. Was treibst du da eigentlich? Was treibst du da eigentlich? Das möchtest du nicht wissen. Glaub mir. Unbesehen. Dann hör auf, mir Fragen zu stellen. Kein Kontakt. Das ist essentiell. Okay. Was hast du nur getan? Was hast du nur getan? Darüber darf ich nicht reden. Moment, was habe ich denn getan? Du hast beim Einparken die Gläser meiner Freundin zerdeppert. Himmel, Herbert, noch eins. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ich könnte eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes ausgelöst haben. Ja, aber meistens fängt sie sich nach ein paar Tagen wieder. Du verstehst mich falsch. Ich rede hier von Ascheregen, Magmaflüssen, ewiger Dunkelheit. Ja, ja, du kennst Toni, schon verstanden. Aber das macht die Gläser auch nicht wieder heil. Du hast recht. Ich muss etwas tun. Das meine ich aber auch. Lass mich überlegen. Überleg schneller. Eine Möglichkeit gäbe es da schon. Aber es wäre sehr gefährlich. Du willst doch nicht etwa... Doch, es muss sein. Sei kein Narr. Es muss eine andere Lösung geben. Wenn es sie gibt, sehe ich sie nicht. Ich fürchte, mein Entschluss steht fest. Ich werde... Nein! Alter. Die Zeit zurückdrehen. Nein! Du! Was? Ach so, ich dachte, du willst dich entschuldigen. Aber dein Vorschlag klingt besser. Gut nachgedacht. Holla, bravo, Mensch. Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Ich sagte, ich werde die Zeit zurückdrehen. Ja, Zeit zurückdrehen. Ja, nur zu. Super Plan. Aber wunderst du dich denn gar nicht? Du musst doch 1 Million Fragen haben. So, ja, na gut. Oh mein Gott. Ey, wie ich mich gerade erschrocken habe bei dem Dö-dö-dö. Was ist denn aus kein Kontakt geworden? Was ist denn aus kein Kontakt geworden?
dafür ist es nun zu spät. Das Unaussprechliche ist eingetreten. Aber wir können das ungeschehen machen, wenn wir meinen Plan befolgen. Gummistiefel wieder in Mode bringen? Unfug. Ich meine... die Zeit zurückdrehen. Hörst du auch immer dieses seltsame Dröhnen? Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? Was ist die Quadratwurzel aus 237.169? 487. Aber ich meinte eigentlich eine andere Art von Frage. Eine, deren Lösung nicht so offensichtlich ist, ich weiß. Hab gerade mal nachgerechnet. Das ist sogar wirklich so. Wer bist du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist McChronicle. Ich arbeite an der Schrotthandelsuni in Porta Rustica. Du bist Professor? Wofür? Für alberne Kopfbedeckungen? Mein Fachgebiet ist Temporalphysik. Ich untersuche Anomalien auf der vierten Achse der Raumzeit. Tatsächlich? Dann kannst du mir ja sicher eine zeitbezogene Frage beantworten. Gut möglich. Wann, lieber McChronicle? Ja, wann? Wann habe ich dich nach deiner Lebensgeschichte gefragt? Was treibst du da eigentlich? Was treibst du da eigentlich? Ich suche nach Zeitanomalien. Toll, du hast eine gefunden. Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin geradezu eine Singularität. Meine Anzeigen sprechen eine andere Sprache. Ignoranzösisch. Ich rede hier von Zeitspliss. Eine ernste Sache. Es ist wie Spliss. In der Zeit. Also meine Haare sind gesund und kräftig bis in die Spitzen. Der Quantenschaum kocht geradezu. Irgendwas Schlimmes ist passiert. Und vielleicht wird es sich bis in alle Ewigkeiten wiederholen. Du klingst wie meine Freundin Toni. So, und was Schlimmes passiert ist, meine Damen und Herren, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.